Moin Moin Leute, ich bin Lillikopf's Brain oder einfach nur Jan und begrüße gerade dich zu einer neuen Folge von Insanity, dem RPG-Maker-Game. Freunde, 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 wir haben jetzt auch echt schon eine Menge erfahren hier in den ersten zwei Parts. Es geht jetzt also heiter und wild weiter. Wir suchen jetzt neuerdings einen Bombenbunker, apparently. Wir haben auch immer noch das Brecheisen, um eventuell hier jetzt in das Ding reinzukommen. Sieht so aus, als ob da irgendwie ein Türstopper ist. Vielleicht kann ich irgendwas benutzen, um da reinzukommen. Zum Beispiel ein Brecheisen. Hey, wir sind drin. Ein ganz großes Bett. Aha! Und die Räume sind miteinander intersected. Ja, großartig. Da ist ein großer Kamin. Irgendwas ist hier komisch. Komisch? Sieht aus wie ein normaler Kamin für mich. Ja, aber... Naja, ist auch egal. Worüber denkt ihr nach? Da ist ein Foto auf dem Dings. Aha. Kommt das nicht dem sehr nah an die Leute, die wir gerade sind? Es gibt einen mit der Brille. Es gibt zwei Mädels. It's a bit weird. Sieht aus wie der Eingang von dem Haus. Sind das die Leute, die hier gelebt haben? Der alte Mann in dem Anzug, in der Mitte. Das ist doch der sieht aus wie die Leiche, die in dem Dining Room war. Denkst du? Ich konnte nicht genau sein Gesicht angucken, aber er hat das gleiche Haar und die Klamotten. Ist das so? Aber die Leute leben hier nicht mehr, oder? Wahrscheinlich hat es damit nichts zu tun. Das Mädel in der Mitte unten ist süß. Ja, auf jeden Fall. Sie erinnert mich an Kyoko. Und Kyoto ist auch süß nach all dem. Ja, ich mach nur Scherze. Ich frage mich, ob die anderen in Ordnung sind. Lass mal zu denen hingehen und die beobachten, ob es denen gut geht. Release the Inside Log. Das heißt, wir können jetzt quasi auch rausgehen. Ich weiß nicht, ob wir die anderen jetzt spielen sollten. Ob wir einfach nur reingehen sollten. Ich denke, wir gehen erstmal rein. Hä? Was? Hä? Wo sind alle hingegangen? Even Ryus ist weg. Sag mir nicht, dass der Typ, der Ryo gerade gekriegt hat, alle genommen hat. Was machen wir? Jeder ist weg. Wir sollten diesen Bunker suchen. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall einen Ausgang finden. Meinst du das ernst? Irgendwo könnte der Angreifer sein. Ja, das sind doch nur noch mehr Gründe dafür, oder nicht? Wenn wir hier bleiben, ist es doch viel gefährlicher, als wenn wir uns jetzt irgendwo zusammenraffen, dann könnten wir zusammen irgendwie einen Ausgang suchen. Die sollen irgendwo hier in der Villa sein. Wir werden die schon früh genug finden bei unserer Suche nach dem Ausgang. Du bist optimistisch. Was ist, wenn denen irgendwas zugestoßen ist? Vielleicht kann man denen die nicht mehr retten. Okay, wir machen das so. Ich suche einen Ausgang, du suchst die anderen. That's the dumbest idea I've ever heard. Hä? Es ist zu gefährlich, alleine hier rumzulaufen. Aber es ist effizient. Also komm einfach in diesen Raum, wenn irgendwas passiert ist. Ich werde das gleiche machen, wenn ich irgendwas finde. Okay, ich mache mich auf den Weg. Du bist eiskalt, Mann. Also klar, es macht irgendwo Sinn, aber trotzdem. Ich werde die anderen finden. Und ich hoffe, du findest einen Ausgang. What the frickity fuck? Und jetzt sehen wir wahrscheinlich, was mit denen passiert ist. Yuki, was ist los? Du siehst so in Gedanken verloren aus. Hä? Hast du irgendwas gesagt, Yoko? Bist du in Ordnung? Du hast nur rausgeguckt in die Leere. Ach, ich habe gerade nur geguckt, in was für eine komische Situation wir eigentlich hier geraten sind. Wir können nicht raus, Ryo wurde angegriffen. Vielleicht hätte ich nicht mitkommen sollen, wenn das so hier wird. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen darum. Ja, ich glaube, das hilft nichts, wenn wir dem jetzt irgendwie aufmuntern. Wird es Ryo wohl wieder besser gehen? Ich habe versucht, seine Wunde irgendwie zu verarzten, aber alles, was ich gemacht habe, ist nur Druck angewendet. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Warum wurde er überhaupt angegriffen? Hat er irgendwas gemacht? Jeder von uns ist in dieses Haus gekommen und er hat nichts Besonderes gemacht.
Naja, wenn man drüber nachdenkt, Rio und Rio kamen hier schon gestern hin. Die haben gesagt, die haben ein paar Bilder gemacht. Vielleicht gibt's da irgendwie eine Verbindung. Rios heult nur ihre Augen aus. Vielleicht sollte ich sie allein lassen. Ich sollte nicht alleine rausgehen. Ich sollte hier einfach warten. Yuki, möchtest du auf dem Sofa sitzen? Es muss doch anstrengend sein, hier zu stehen. Kyoko, könnte ich das Badezimmer benutzen? Aber Kaizuka hat gesagt, wir sollen hier warten. Kannst du es nicht einhalten? Bitte, ich werde mich einpinkeln, Mann. Ich werde nur gehen und werde sofort zurückkommen. Ja, ich denke, das ist in Ordnung, aber mach schnell. Danke, bis gleich. Ryo, ich weiß, es tut weh, aber bitte hör auf zu weinen. Ryo wird's gut gehen. Ich wette, er wacht gleich auf. Ist alles meine Schuld. Hä? Ist meine Schuld. Ich konnte ihn nicht beschützen. Ich wusste, dass er ein Feigling ist. Und wollte nur cool. Der wollte nur cool wirken für mich. Ich wette, er wollte diese Geisterfotos gar nicht nehmen. Er wollte es einfach nur tun und. Oder er musste es dann tun und konnte sich nicht mehr umkehren. Ich habe gesagt, er soll mich beschützen, aber in Wirklichkeit hätte ich ihn beschützen müssen. Deswegen bin ich mit Ryo gegangen. Gestern und heute. Wenn ich nur mehr aufgepasst hätte, dann wäre das nicht passiert. Ryo. Echt? Ich denke, ich muss gehen. Hä? Ich werd den Typen suchen, der ihn angegriffen hat. Ich würde mir das niemals vergeben, wenn ich es nicht tun würde. Ryo! Mach das nicht, Ryo! Komm zurück! Well, well, well. How the turns have tabled. Ein Eingang zum Keller. Ich denke, ich habe alle normalen Türen geöffnet. Aber ich habe nichts gefunden. Also muss es irgendwo versteckt sein. Ich denke, ich muss mir die Räume nochmal genauer angucken und die Wände anschauen. Und die, nicht nur die Wände, sondern eben auch die Möbelstücke. Aber irgendwo haben wir doch mal was gefunden, wo... Ah, ich weiß wo. I know where. Guck mal, das ist das Gute, wenn man das Projekt wirklich ganz schnell hintereinander lange aufnimmt. Hier ist was nämlich komisch. Die sieht ein bisschen komisch aus, die Wand. Vielleicht ist das irgendwie eine geheime Tür oder so. Ich kann keinen Schalter finden. Und... Die Wand reagiert auch nicht wirklich. Trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Sieht aus wie ein Notizbuch. Das lag da nicht vorher. 1. Mai. März. Ich dachte, ich sollte ein Tagebuch führen, weil es bringt nichts mehr, das alles innezuhalten. Der Meister, die Putzfrau, Mr. Yanase und Mrs. Yamada, die sehen alle so glücklich aus. Ich frage mich, ob ich auch so aussehe. 16. Juli. Der Master ist ein bisschen in alte Nachforschungen gegangen. Er hat irgendwie die ja damals schon angefangen und dann hat er sie fallen gelassen. Wenn es seiner Stimmung hilft, dann soll es so sein. Aber ich mache mir irgendwie Sorgen um die Frau von ihm. 23. Juli. Der Meister war, ich nenne es immer Meister. Man übersetzt es wahrscheinlich anders, oder wie auch immer. War sehr glücklich in letzter Zeit, überaus glücklich. Er hat sehr leichtmütig Sachen gemacht und als ob er wieder zurückgekommen ist zu seiner selbst. Aber naja, trotzdem ist die Frau von ihm immer noch melancholisch. 2. August, da waren Bluttropfen von der Eingangstür. Ich habe sie gefolgt und bin zum Eingang des Labors gegangen. Anscheinend hat der Typ da einen wilden Hundekörper für Experimente runtergezehrt. 5. September. Der Typ hat mit Yanase geredet über seine Nachforschung. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Als ich die Frau gefragt habe, hat sie nur Grimassen gemacht. Was könnte es sein? Ich muss irgendwie da unten ins Labor kommen. 24. September. Auch wenn es mir auf jeden Fall verboten worden ist, hat meine Neugier gewonnen. Und ich bin in das Labor unten gegangen. Da waren wirklich echt komische Maschinen und Medizin. 2. Oktober. Die Villa hier hat langsam riecht sie verrottet. Ich habe Mrs. Yamada gefragt, aber sie weiß nicht, woher das herkommen könnte. 6. Oktober. Ich habe herausgefunden, was der Master gemacht hat. Er ist verrückt geworden. Ich kann hier nicht mehr arbeiten. Ich muss gehen. Aber wird der Meister mich gehen lassen? Okay, das macht mir echt Angst. Also, das war ja eigentlich alles abgeschlossen. Also, irgendeiner muss das aus der Schublade genommen haben. Aber wer?
Wer? Good question, huh? Gab's hier sonst noch irgendwas, was auffällig war an Wänden oder so? Muss ja eigentlich. Irgendwo muss es noch was gegeben haben. Vent on the wall. Können wir hier vielleicht... Ah. Boarded up on this side. Wo könnte man denn noch gerade lang gehen? Kann man damit irgendwie was machen? Nee. Die öffnet sich nicht, klar. Müssten wir nicht theoretisch auch jetzt gerade auf irgendeinem Klo den Typen finden? Weil der wollte doch nur kurz auf Klo gehen. Und den haben wir dann auch nie wieder gefunden. Also theoretisch müssten wir auf irgendeinem Klo eigentlich den Typen finden. Aber warum sollte der nicht rechts gehen, sondern hier oben? Wenn er auf Klo muss. Zumal er eben auch nicht hier ist. Hier ist Feuerholz drin. Aber nicht ein Indiz dafür, dass das mal gebrannt hat. Deswegen sah es so komisch aus. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Ich sollte das hier zur Seite bewegen und inspizieren. Was ist das für ein Feuerholz? Ist es an dem Boden dran? Sieht aus, als ob es festgemacht wurde. Ist das nur für Dekoration? Ja, wahrscheinlich. Deswegen ist das kein normaler Kamin. Da ist ein Schalter unten. Und ein Weg unter dem Feuerholz. Ist das eine Tür? Aha! Schau mal einer, guck! Da sind Treppen nach unten. Ab geht's! Der Sound könnte, es kann doch nicht sein, oder? Was da an der Oh, okay. Wir haben wieder eine neue Karte bekommen. Interesting. Auch davon machen wir uns natürlich ein Bild. Um einfach eine Idee zu haben. Map Lab. So. Oh, komm. Öffne doch die... Karte. Thank you. Storage 1. Okay, dann sind wir da jetzt da. Okay. Damit man die Karte auch versteht. Da ist anscheinend nichts drauf. Irgendwelche Maschinen. Irgendwelche Medizin. Okay. Storage 2. Was steht da? The doors are stuck shut. Vielleicht können wir die gleich mit dem Brecheisen öffnen. Nichts drin, nichts drin, nichts drin. Verdammt, das ist zu fest. Ja. Yuki? Was machst du denn hier? Kaisuke, du hast es für mich geöffnet. Oh, zum Glück. Ich dachte, ich werde da drin ersticken. Hey, beantwort meine Frage. Warum warst du da drin? Es ist nicht so, als ob ich Verstecken gespielt hätte. Irgendein kranker Typ hat mich gejagt und deswegen habe ich mich hier drin versteckt. Wahrscheinlich der Typ, der Rio angegriffen hat. Warum bist du nicht zu uns gerannt? Und von all den Orten, wo man sich verstecken kann. Hier? Hey, ich hatte nicht die Zeit dafür. Dieser Typ hat ein Messer, okay? Messer, ernsthaft? Naja, lass uns einen Ausgang suchen. Wir müssen die anderen finden. Scheiße, er ist hier, der Typ. Der Typ mit dem Messer? Das ist scheiße, wir müssen uns verstecken. Komm hier rein. Hey, warte, das ist... Ich sagte, beeil dich. Jetzt komm hier. Da liegt jetzt noch sein Dings. Der hat aber anscheinend wirklich was in der Hand. Wo bist du hingegangen? Unverzeihlich.
Ich muss beschützen. Gar nicht creepy. Das klingt so, als ob er weg wäre. Boah, wenn das nicht knapp war. Was ist, wenn der Typ... Was hat der gelabert? Was sollen wir tun? Hey, Yuki. Du warst hier drin eingeschlossen, oder? Ah ja, die Tür war ein bisschen verklemmt, also konnte ich nicht wieder raus. Wie kommen wir hier raus? Ah. Wow. Scheiße. Also, wir sollen jetzt gerade die anderen suchen. So unsere Aufgabe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen, ehrlich gesagt. Sollen wir mit ihm jetzt auch direkt im Keller, wo wir ja die Info haben, dass er im Keller ist? Ah, guck mal. Da ist was neben den Öfen. Die Blätter! Das sind die, die im Safe waren! Warum sind die hier? Wollt irgendeiner die verbrennen? Aber wer in der Welt würde... Added to Diary. Dann lies mal. 1. Februar. Heute war die Beerdigung und der Meister und seine Frau waren getroffen von Trauer. Ich war der Redner und hab alles erzählt. Und durch die Zeremonie konnte ich nicht aufhören zu weinen. Lady Emiko, du warst wirklich sehr weise und sehr nett. Du hast uns immer gezeigt, wie gutherzig du warst. An deiner Geburt war ich mit Freude übermannt und als ob es mein eigenes Kind wäre. Und deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt gerade so am Heulen. Es ist wirklich unfair, für so ein junges Mädchen jetzt schon zu sterben. Früher als ich, als alter Typ. Ich verfluche es, Lady Emiko. Ich verfluche diesen Unfall, der dich von uns genommen hat. Ein Unfall? Aha. 16. August. 6 Monate sind jetzt schon vergangen, ohne Lady Emiko. Das fühlt sich dieses Haus einfach an, als ob hier niemand mehr wohnen würde. Naja, aber irgendwie hat der Meister jetzt gerade wieder so ein bisschen Freude bekommen. Er hat ein bisschen mehr untersucht und ich muss seinem Beispiel folgen und auch irgendwie wieder Fuß fassen. Naja, selbst wenn es bedeutet, dass man was untersuchen sollte. Seine Nutzung von diesem wilden Hund und Katzenkörpern in seinen Experimenten. Nicht nur ich, sondern auch seine Frau sind echt angeekelt davon. Ich sollte bald mit ihm reden. 2. September. Der Meister sieht sehr, sehr glücklich aus. Er ist zu mir gekommen, als ob irgendwas Großartiges passiert wäre. Er hat nur diese Wörter gesagt. Wir können uns bald endlich mit Emiko zusammentreffen. Was könnte er nur meinen? Hat die Trauer sein Gedächtnis angefressen und unstabil gemacht? Ich sollte auf jeden Fall vorsichtiger sein in der Zukunft. 5. September. Ich war sehr neugierig und ich habe über die Details nachgefragt nach seinen Untersuchungen. Er hat gesagt, er hat experimentiert damit, die Toten zurückzubringen und hat einen Wiederbelebungstrank gemacht von seinen Vorfahren, die daran schon gearbeitet haben. Und vorher hat es nämlich nie geklappt. Die Toten können nicht zurückgebracht werden zum Leben. Ist das der Grund? Ist das nicht deswegen, weswegen wir dann so geweint haben, als Lady Emiko plötzlich weg war? Als ich zu dem Meister gesagt habe, hat er mich nur runtergeredet und gesagt, ach, das ist bald alles egal. Und dann war er wieder den ganzen Tag unter Deck. Es sieht so aus, als ob seine Frau die Untersuchung kannte. Es sieht aber nicht so aus, als hätte sie irgendwelche Intentionen, ihn zu stoppen. Sagt, he could use any change of... Sie sagt, sie könnte... Er könnte irgendeinen Stimmungswechsel brauchen. Mit den ganzen Leichen von den Tieren da unten, die da in die Villa gebracht werden, riecht sie drin unfassbar ekelhaft. Ich denke, Takashi ist besonders sensibel, was das angeht, und sie hat überall hingebrochen die letzten Male, als sie gearbeitet hat. Tut mir so leid für sie, aber alles, was wir tun können, ist damit klarkommen. 7. Oktober, wie konnte das passieren? Der Meister hat Takashi angegriffen. Sie ist zusammengebrochen im Badezimmer, blutend. Der Meister hat das getan, weil sie in den Keller gegangen ist. Und sie hat ihn ein Freak genannt in der Antwort. Und mich hatte nur aufgehalten, die Polizei zu rufen, hat er gesagt, wenn meine Untersuchung fertig ist, dann sind Emiko und Takashi, kommt beide zurück.
Die Augen von dem Meister waren am Glitzern. Wenn ich den Anruf gemacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich selbst umgebracht damit. 8. Oktober. Mrs. Yamada ist zurück nach Hause gekommen. Sie hat nichts von der Situation gewusst. Sie wollte erst unbedingt hierbleiben, aber ich habe gesagt, sie muss unbedingt gehen. Ich konnte es nicht zulassen, dass sie die nächste ist nach Takashi. Takashis Körper war unten im Labor. Und ich denke auch, dass die Leiche von Lady Emiko da unten ist. Weil ich habe eine Urne da unten gesehen. Was soll ich jetzt tun? 15. Dezember. Der Meister hat die Frau getötet. Sie hat Lady Emikos Urne gefunden und den Körper von Takashi unten im Labor. Ihr Kopf war aufgeschnitten. Es hat ekelhaft gerochen. Ich habe mitgeholfen, sie nach unten zu tragen. Ich habe drum gebeten, dass ihre letzten Sachen verbrannt werden. Der Meister hat mir nur gesagt, der Trank wird bald fertig sein. 6. März. Als ich in der Stadt war und geshoppt habe, habe ich ein paar Leute gehört, die Gerüchte gestreut haben, dass unsere Villa ein verlassener Ort ist. Naja, die haben schon recht. Naja, unsere Villa ist der Ort für irgendwelche verrückten Seelen. Die Seelen von Lady Emiko, der Frau Takashi und die ganzen Experimente, die ganzen Tiere. 11. September. Der Meister ist total in Rage. Irgendjemand hat Fotos hier in der Villa gemacht. Die haben mitbekommen, was ich hier für Untersuchungen mache. Sie versuchen, meinen Wiederbelebungstrank zu kriegen. Wenn die hier reinkommen werden, ich werde die umbringen. Ich hab genug. Morgen werde ich dem Meister sagen, dass er in den Knast muss. Aber erstmal muss ich dieses Tagebuch hier verstecken. 12. September. Guck mal. Das sind jetzt das, dass er das alles verbrennen wollte. Fotos. Er meint nicht die Rio gemacht hat, oder? Und die Daten am Ende der letzten Seiten. Das ist gestern und heute. Was bedeutet, dass diese Villa hier nicht verlassen ist? Hier sind immer noch... Heilige Scheiße. Freunde, wie es spannend hier weitergeht, das schauen wir zum nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.